wunderschönen guten Tag hier aus Tübingen, aus dem Café Ludwigs. Und mein heutiger Gast, Hertha Däubler Melin. Frau Melin, Sie waren 37 Jahre im Bundestag, waren Bundesjustizministerin. Und jetzt haben wir 2012 und Sie geben nochmal richtig Gas. Woher kommt das Leben in Ihnen? Als erste Frage, also woher kommt dieser Antrieb, so viel bewegen zu wollen? Und die zweite Frage, Sie haben ja für einigen Wirbel gesorgt mit ESM und Fiskalpakt. Wie hat Sie dahin getrieben? Also erstens, man überlebt sogar 37 Jahre Bundestag. Zweitens, man hört dann nicht auf, wenn man freiwillig rausgeht, ein sagen wir mal, politisch interessierter Mensch zu sein, sondern es verlagert sich nur. Und zum Dritten, richtig, ich bin ziemlich aktiv als Tarifschlichterin, als Rechtsanwältin, ich berate die EU-Kommission, ich bin viel in Menschenrechtsfragen unterwegs und jetzt arbeite ich mit Professor Degenhardt und mehr Demokratie zusammen, um die wirklich schwierige, nein, kann man ruhig sagen, verfehlte Europapolitik jetzt in Zusammenhang mit der sogenannten Euro-Rettung vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Das ist richtig. Und ich tue deshalb, weil mir in Demokratie was nicht. Wenn ich an die Regierung Schröder denke, da fehlt mir natürlich Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Oskar Lafontaine und so weiter ein. Wie kann es sein, dass Sie in der gleichen Regierung sitzen, auch sehr viel Zeit vorher verbracht haben und die wählen so politischen Lebensabend ganz andere Wege als Sie. Sie für mehr Demokratie und andere bei Gazprom. Wie kann sich sowas entwickeln? Ja, das hat sich schon damals abgezeichnet. Unsere Überlegungen, was eigentlich Deutschland oder Europa in den nächsten 10 bis weiteren Jahren sein sollte, sind halt grundsätzlich unterschiedlich. Für mich ist Macht nicht ein Selbstzweck, sondern Macht ist etwas, um Einfluss zu haben, um bestimmte Dinge in eine bestimmte Richtung weiterzuentwickeln. Außerdem bin ich manchmal schrecklich gerne faul, aber da müssen halt einmal ein paar junge Leute ran und sich einmischen. Ja, junge Leute ran, Sie sagen das so einfach. Mhm. Ochsentouren, Verkrustungen und vor allem die ganzen Spielregeln innerhalb der etablierten Parteien sind doch nicht so attraktiv mehr wie vor 20 Jahren, oder sehen Sie das anders? Als ob das anders gewesen sei. Ich bin in den 60er Jahren eingetreten. Damals waren die Kanalarbeiter diejenigen, die das Feld bestimmt haben und das hat mir nicht gepasst. Nee, es gibt da ein paar Regeln, die man einfach sehen muss. Erstens, wenn es dir stinkt und du was ändern willst, musst du überlegen, was das ist und selber anpacken. Und zum Zweiten, man muss halt natürlich auch ein Durchhaltevermögen haben, weil es mühsam ist. Und der dritte Punkt ist, Sie brauchen die Verkrustungen nicht mitzumachen. Holen Sie sich ein paar Freunde, drehen Sie den Laden um. Aber hat man dann nicht danach selber so einen Seeheimer Kreis, der sich gegenseitig Sachen zuschustert? Oder? Ja, da muss man aufpassen. Also die Gefahr ist natürlich vorhanden, weil Sie sehen es ja, bei jeder neuen Gründung ist es so, wenn da irgendwie so Gebilde sich verfestigen, dann verkrusten sie leicht. Aber da müssen dann halt wieder neue rein und dann, wups, aufbrechen. Haben sich manche bei Ihnen gemeldet, so Weggefährten, und gesagt, warum mischst du dich jetzt da bei ESM und Fiskalpakt groß ein, oder wie war das? Nein, die Sie jetzt meinen, die würden sich nicht melden, weil die wissen ganz genau, dass ich mich dann einmische, wenn ich das für richtig halte, ohne jemand von denen zu fragen. Nein, aber es sind unter den etwa 12.000 Beschwerdeführern, die diese Verfassungsbeschwerde mittragen, sind eine ganze Reihe von Freunden, das ist keine Frage. Was stört Sie denn am Fiskalpakt, an der ESM-Idee? Also erstens stört mich, dass ganz offensichtlich diese sogenannte Alternativlosigkeit einfach eine Augenwischerei ist. Das stimmt nicht. Sie können Politik nicht unter dem Aspekt machen, was muss ich jetzt eigentlich den Märkten noch geben, den Banken noch in den Rachen werfen, damit die sich nicht aufregen. Die regen sich auf, weil sie sehen, dass die Grundübel in den einzelnen Ländern und bei den einzelnen Banken einfach nicht beseitigt sind. Der zweite Punkt ist, ich halte den Weg, der hier gegangen wird, das ist ja wieder ein typischer Schäuble, für völlig falsch. Hier wird den Haushalten und den Haushaltshoheitsträgern, das ist der Bundestag und das sind die Bundesländer, wird ein großer Teil ihres Einflusses und ihres Bestimmungsrechts weggenommen. Die können dann nur noch Ja oder Ja sagen, ohne dass dem Europäischen Parlament, das wir ja auch haben,
eine größere Kontrollbefugnis zuwachsen würde. Wer hat dann denn die Kontrolle? Ja, aber das sind halt die Regierungen und irgendeine Bürokratie. Und das ist das, was die Leute aufregt. Und ich bin Europäerin. Ich möchte nicht, dass die Leute ihr Misstrauen gegenüber einem Moloch Europa so stark nach vorne ziehen, dass sie sagen, bleibt mir doch damit vom Hals, sondern der Weg ist falsch. Die müssen mehr darauf achten, dass die Demokratie, die sie in Nationalstaaten vermindern, dass die in Europa anwächst. Das wäre richtig, aber das tun sie nicht. Wie sehen Sie die Lage im Moment? Wir haben ja jetzt nach Griechenland, Spanien erlebt, einige munkeln schon über Italien. Wohin geht dieses Europa? Vor allem in diesen kurzfristigen Schritten, nämlich wohin geht es in den nächsten 12 Monaten? Also wenn ich das wüsste, würde ich, glaube ich, Nobelpreisträgerin. Nein, warum ich das sage, ist ganz einfach. Es wird Sie ja nicht verwundert haben, dass von den hochgelobten Wirtschaftswissenschaftlern alle 5 Jahre eine völlig andere Antwort kommt. Die wissen es auch nicht. Die Schwierigkeit ist nur die, so wie das jetzt geht, nämlich dass die Staaten sich immer mehr verschulden, um die Banken zu retten. Das ist nicht machbar und es geht auch nicht, dass man durch diese Ideologie der Schuldenbremsen in einem Staat dafür sorgt, dass zwar diejenigen, die sehr viel verdient haben und sehr viel Vermögen besitzen und sehr gute Einkommen haben, dass es denen weiter gut geht, aber dass die Kommunen zum Beispiel ihre Schwimmbäder schließen müssen, die Bibliotheken schließen müssen, die Infrastruktur verkommt, die Wege und die Schulen nicht mehr repariert werden können, weil kein Geld mehr da ist. Und Leute, die wenig verdienen, haben dann immer weniger. Das machen die Leute nicht mit. Und je schneller das Frau Merkel und Herr Schäuble einsehen, desto besser ist es. Die müssten neu verhandeln, das werden sie wohl nicht tun, aber wir wollen mit unserer Verfassungsbeschwerde versuchen, dass wir den Weg noch stoppen, wenn Karlsruhe bei seiner bisherigen Rechtsprechung bleibt, sind unsere Chancen sehr gut. Sollte es nicht gehen, wird ein Punkt sehr deutlich, nämlich dass der Weg, den die jetzt ja munter weiterplanen, die sind ja schon längst wieder bei ganz anderen Dingen, nicht mehr weitergehen kann. Wie sehen Sie die Gefahr, die jetzt von den Piraten droht, die man jetzt irgendwie ortet? Woher kommt das? Woher kommt der Reiz dieser Piratenpartei? Warum sollte es eine Gefahr sein? Also ich sehe das nicht als Gefahr, sondern ich sehe, dass junge Leute... Es gibt aber Strategiepapiere innerhalb der SPD, wo rotes Wort auftaucht. Für die bin ich nicht verantwortlich. Ja. Ich halte junge Leute überhaupt nicht für apolitisch. Es müsste viel stärker im Interesse aller Parteien liegen, immer wieder neue Ideen und Innovationen durch neue Leute in die Politik zu kriegen. Dass natürlich Internet nicht Sache von allen Funktionsträgern auf den verschiedenen Ebenen der eher etablierten Parteien ist, das wissen wir. Ich bin da eine Ausnahme. Ich habe meinen ersten Schlepptop schon Mitte der 70er Jahre aus Amerika. Sie haben sogar Preise für Ihre Internetseiten und alles gewonnen. Aber der Punkt ist natürlich ein anderer. Die Piraten haben angefangen mit dem Urheberrecht. Ich halte das für ein bisschen eng. Die Piraten haben jetzt durch ihr munteres Auftreten und dadurch, dass sie frischen Wind reinhauen, richtige Erfolge. Sie werden sich umgewöhnen müssen und werden auch gucken müssen, dass sie sich woanders einmischen. Dann ist es prima. Glauben Sie, dass so ein Politikstil mit mehr Demokratie wagen, infektiös sein kann, dass das in andere Parteien überschwappt? Die Methodik, nicht die Ideen der Piraten. Ja, also ich meine, Sie wissen, mehr Demokratie wagen ist Originalzitat Willy Brandt. Das ist einer der Zitate gewesen, die mich zum Beispiel veranlasst haben, jetzt auch tatsächlich in die Politik zu gehen, mit all den enorm attraktiven Seiten, aber auch Schattenseiten, die das bei mir hatte. Es war ja nun nicht so, dass ich nur immer nach oben gegangen bin, sondern das war ganz schön wellenlinienmäßig rauf und runter. Aber das muss man riskieren, wenn man was verändern will. Natürlich bin ich der Meinung, dass junge Leute heute mehr mitsprechen wollen. Und da muss man neue Formen finden. Ich finde es auch klasse, wenn die Formen selber finden. Rein in die Parteien, mischt sie auf. Das ist das, was sein muss. Und schickt vor allem diejenigen, die da meinen, man könne Politik nur um der Macht willen in Hinterzimmern betreiben, schickt sie weg. Wie ist es, wenn man mal so alte Bundestagsdebatten anguckt, hier auf Phoenix, vielleicht sind wir dazu nostalgisch und Leute sieht von Wehner bis Hambrücher, von Baum bis Sie auch, da
schaue ich immer ein bisschen wehmütig, wenn ich das Personal angucke, das momentan dran ist. Ist das ein Trugbild, das man da hat, oder hat die Qualität wirklich, was Integrität angeht, nachgelassen? Es ist, glaube ich, noch nicht mal die Qualität und Integrität auch nicht, sondern es ist diese Form der Anpassung, die, glaube ich, den Leuten sehr auffällt und die vielen der jüngeren Kollegen irgendwo eingetrennt ist, weil sie haben entweder nicht genügend Lebenserfahrung in anderen Bereichen, was ich bedauere, oder sie fühlen sich zu abhängig von den Parteien, weil sie wieder aufgestellt werden wollen. Oder es kann natürlich auch sein, dass sie nicht unabhängig genug sind, weil sie in dem Beruf, in dem sie jetzt gerade sind, ja, nicht so gern sind wie in der Politik. Aber was muss denn passieren, damit Leute sich engagieren können und auch vorankommen, die einfach den Mund aufmachen? Ich meine, Sie haben das auch gemacht, war manchmal auch nachträglich für Ihre Karriere. Ja, was muss passieren innerhalb der Parteien, damit diese Menschen vorankommen? Ja, ich habe den Eindruck, es muss ein paar geben, die sich zusammenfinden in den Fraktionen und sagen, ihr könnt mit uns nicht alles machen. Und wir machen nicht so, warten ab, was kommt von oben und stimmen dann zu, sondern wir denken selber. Also der klassische Satz von Kant, wage es selbst zu denken, der ist gefragt. Und nicht dieses Anpasslerische von Leuten, die eigentlich niemand kennt, und wenn man sie kennen würde, will sie auch niemand kennen. Die werden auch nicht gewählt, sondern Persönlichkeiten können sich nur rausbilden, wenn sie in den verschiedenen Lebensbereichen was dargestellt haben. Wir haben an sich, jetzt sage ich nochmal einen Satz, ein gutes Wahlrecht. Wir haben die Hälfte der Sitze werden an sich in Wahlkreisen gewählt. Das ist okay, weil da sind, das sind dann Leute, die sind bekannt und auch überall. Die andere Hälfte sollten eigentlich Leute sein, die in ihren Erfahrungsbereichen was zu sagen haben. Und hätten wir in der SPD auch nur 20% erfahrene Leute aus dem Bereich Journalismus, Erziehung und Bildung, Freiberufe, auch Familienväter und Familienfrauen, dann könnte die Fraktionsführung nicht alles mit denen machen, sondern würden die sagen, wo sind wir denn? Wir wissen das besser und jetzt richtet euch mal danach. Und das wäre genau das, was wir brauchen. Jetzt in allen Parteien. Ich danke Ihnen sehr, Frau Däubler-Gmelin, für dieses Gespräch. Ich werde Sie nicht nach irgendwelchen Kanzlerkandidaten oder sonst was fragen. Heute. Ich wüsste es ja eh nicht. Vielen herzlichen Dank. Es ist sehr schön hier in Tübingen. Es ist Ihre Stadt. Dankeschön. Und ich bedanke mich auch bei euch, meinen lieben Abonnenten. Und beim nächsten Mal ist mein Gast Professor Claudia Kempfert. Und es geht um das Thema Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.